materielle und finanzielle Ressourcen. Hallo, ich bin Viva, ich bin von Klima brennt, Uni brennt. Wir sind eine Gruppe von Studenten von der LMU und TU, die mehrere Forderungen an die Hochschulen von München haben. Wenn ich zum Beispiel Waffenindustrie erwähne, was fällt Ihnen als erstes ein? Die ganzen Drittmittel, die von der Rüstungs- und Waffenindustrie an die Münchner Hochschulen gehen, die mehrere Lehrstühle finanzieren und unter anderem auch eine Forschung an der grünen Bombe, finanziert von der US-Army, der Bundesregierung und der NATO und die an einer umweltfreundlichen, aber dennoch sehr tödlichen Bombe forschen. Abrüsten, man muss Frieden haben, das ist unsere Erde, das sind alle Themen, die so wichtig sind und deswegen bin ich da. Frieden bedeutet für mich, dass alle Menschen sich verwirklichen können. Mein Name ist Heinz-Michael Filsmeier. Ich bin vom Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz hier in München und ursprünglich vom Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus, also eine Organisation der Friedensbewegung. Ja, wir wollen öffentlich klar machen, unseren Protest und unseren Widerspruch gegen die Versammlung der Kriegs-Warlords hier im Bayerischen Hof, die überall auf der Welt Kriege führen. Aufrüsten, weitere Aufrüstung fordern, die Steigerung von Militärausgaben fordern und auch durchsetzen und auf diese Weise dazu beitragen, dass die Welt ein immer unfriedlicherer Ort wird. Was uns am Anfang natürlich sehr irritiert hat, war dieser Selbstverbrennungsversuch eines 50-jährigen Irakers aus München. Aber die Veranstaltung als solche, wie gesagt, problemlos. Also grundsätzlich ist es ja so, dass er sich im Bereich des Gloria-Palastes mit Benzin übergossen hat und dann in die Versammlung hineingegangen ist. Er hat den Feuerzeug in der Hand gehabt und wollte sich offensichtlich dort anzünden. Das ist durch Kolleginnen und Kollegen der Münchner Polizei erkannt und sofort verhindert worden. Das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Segen, weil bei der Menschendichte dort wäre das tatsächlich sehr problematisch, auch für Unbeteiligte geworden. Er ist unverletzt. Wir haben ihn dann erstmal intensivmedizinisch betreuen und versorgen lassen. Es deutet sich momentan an, aber das ist wie gesagt sehr, sehr früh, dass das eine persönliche Haltung dahinter steckt, die Bezug nimmt zu der Situation in seinem Heimatland, auf die er im Rahmen einer doch sehr ungewöhnlichen, auch sehr dramatischen Aktion aufmerksam machen wollte. Aber das sind jetzt erst die ersten Hinweise. Die weiteren Ermittlungen gehen natürlich jetzt erstmal weiter. Können Sie ein kurzes Resümee geben, wie die Veranstaltung gelaufen ist? Wir sind tatsächlich sehr zufrieden, weil es eine entspannte, sehr friedliche Veranstaltung war. Am Ende hat es ein bisschen Pyro gegeben, aber jetzt auch nicht dramatisch. Also insofern, es läuft ja noch, deshalb vorläufiges Fazit, aber wir sind zufrieden. Im Vergleich zu den letzten Jahren? Also insbesondere die Demonstration des Aktionsbündnisses gegen die Sicherheitskonferenz war die letzten Jahre tatsächlich jetzt aus polizeilicher Sicht wirklich unproblematisch und eigentlich weitestgehend immer friedlich. Es gibt innerhalb des Demonstrationszuges immer natürlich noch einen kleinen Block von Aktivisten, die dann, in einer Art und Weise agieren, wo wir als Polizei natürlich hellhörig werden. Aber man muss sich die gesamte Demonstration angucken und die ist tatsächlich grundsätzlich friedlich und genauso wie der Grundgesetzgeber sich das mit Blick auf die Versammlungsfreiheit wünscht. Sind dann deshalb auch so viele Polizisten und auch in Zivil und Kameras anwesend oder hat das andere Gründe auch noch? Also wir waren rund mit 500 Kollegen und Kollegen dabei. Es gibt da diesen etwas schwierigen Begriff des überschlagenen Einsatzes. Das heißt also, die werden von hinten immer wieder nachgezogen und sind dann vorne wieder am Demonstrationszug dran. Deshalb wirkt es erstmal so viel, aber die Kameras sind Kameras der Beweissicherungseinheiten, die nur dann eingeschaltet werden, wenn tatsächlich Störungen oder Straftaten stattfindet. Das sieht man den Kameras dummerweise nicht an, weil dann halt keine rote Leuchte angeht, sondern sie sind halt permanent oben und immer auf die Demonstration gerichtet. Das ist erklärungsbedürftig, aber hat genau diesen Hintergrund. Okay, vielen Dank. Gerne.